Ich lasse jetzt mal rein, Maximilian. Ne? Gut, Bist du guten soweit? Morgen. Ah, Entschuldigung, hi. hattet ihr Ah. die Aufzeichnung die ganze Zeit an oder Nein, gerade ich wieder habe sie angemacht? abgestoppt und jetzt wieder Oh, gestartet. Entschuldigung, gut, alles klar. Viel Erfolg, viel Spaß. Danke, ciao, Ciao. danke, ciao. Ne? Ich lasse Kannst jetzt die rein, Leute okay? reinlassen, ja. Jo. So, wunderschönen guten Morgen dann schon mal an die Ersten, die jetzt reingekommen sind. Wir versuchen so pünktlich wie möglich dann um 10 Uhr zu starten, warten halt noch auf ein, zwei Teilnehmer, dass wir dann so wirklich um 10 loslegen können. Also bis gleich. So, an die neuen reingekommenen Teilnehmer dann auch nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Wie eben schon erwähnt, wir starten dann in wenigen Sekunden mit unserer heutigen Präsentation ins wunderschöne Wien. So, dann fangen wir mal an. Wer jetzt noch reinkommt, den nehmen wir natürlich dann auch gerne noch mit in die Welt. Fürs Léon Grand und Topaz Lamy nach Wien. Ich stelle mich ganz kurz vor. Mein Name ist Maximilian. Ich bin bei Lobster jetzt im Sales Team und bringe euch heute mal so ein bisschen die klassische Wiener Welt neu interpretiert und das moderne Wien einfach mal mit unseren beiden Partnern vor Ort. So, anfangen tun wir mit dem Léon Grand. Das Léon Grand gehört genauso wie das Topaz Lamy zur Lenikus-Gruppe. Das ist eine Immobilienfirma aus Österreich, die sich darauf spezialisiert hat, bestimmte Immobilien einfach auch in Hotels zu verwandeln, um dieses berühmte Wiener Flair auch den Leuten ein bisschen näher zu bringen. Zur Lage vom Léon Grand kann man sagen, es ist wenige Minuten zu Fuß vom Stephansdom entfernt, liegt also direkt im Stadtkern. Super Anbindungsmöglichkeiten fürs Shopping, für die Erkundung der ganzen Sehenswürdigkeiten. Also es liegt ideal. Eine kleine Sache noch am Rande, ihr seht hier das in der Mitte so zugedeckt. Ursprünglich war unter dem Gebäude eine römische Architektur, also es war früher mal ein römisches Gebäude, das auf das dann gebaut wurde und hier hat nicht irgendjemand gebaut. Dieses Gebäude und das Ganze ist dem Kaiser Leopold I. gewidmet, der hier auch als Gastgeber für alle Gäste fungiert. Also man sieht ihn überall in Porträts, auf der Tapete, er ist überall vertreten und das ist auch einfach eine Liebeserklärung an Wien, an die ganzen Kuriositäten, an diesen Individualismus und das ist auch in einem spektakulären Design geändert, das nicht alt wirkt, nicht alt sein soll, aber diesen Gedanken, diese Romantik, diese ganzen schönen Elemente aus vergangener Zeit,
den Reisenden hiermit so ein bisschen auf den Weg gibt und ihnen den Wiener Schmäh, die Wiener Kultur einfach näher bringt. Vielleicht merkt man es auch, meine Begeisterung für Wien ist sehr groß. Ich habe selber jahrelang da unten gelebt und schimpfe mich auch als Wiener, trotz meines Hochdeutsch. Insofern, hier ist einfach die Kultur lebendig. Das zeigt sich auch in den Zimmern. Die Zimmer sind ganz individuell gestaltet. Also es gibt natürlich Zimmerkategorien, die von der Ausstattung her alle sehr ähnlich sind, aber sie haben alle so ihren ganz eigenen Charme. Auf der rechten Seite sieht man das auch, diese Balken, die als Striemen oberhalb der Zimmer an den Wänden verlaufen, das sind noch die Originalbalken. Also die sind über 300 Jahre alt und die wurden, und das war eine Menge Arbeit, auch in Einzelleistung dann wieder sozusagen freigelegt, aufgepäppelt, dass man sie hier noch verwenden kann, damit die Gäste auch ein bisschen Ahnung von der Struktur des Ganzen haben. Und hier lebt der Gast, wie die Könige und Künstler früher gelebt haben. Und das möchte man den Gästen natürlich auch einfach mit auf den Weg geben. Kleine Anekdote noch am Rand zu den Zimmern. Man sieht das hier vielleicht, wir haben sowohl Teppichboden als auch Parkett. Bei den Zimmern ohne Teppichböden gibt es aber Teppiche und diese Teppiche haben eine Besonderheit und zwar ist auf ihnen der Erzfeind vom Kaiser Leopold abgebildet. Das darf man nicht so ernst nehmen, aber das ist der Ludwig der 14. Das heißt, in diesen Zimmern steht der Kaiser über seinem Konkurrent und man kann ihm sogar auf die Füße treten. Das ist einfach so ein bisschen das Romantische ein bisschen an dem Hotel. Und man sieht es auch an den Designs, die sind alle vom Konzept her sehr ähnlich. Man hat sich ein bisschen auch in die Kultur verliebt, aber es ist in modernem Stil gehalten. Das ist dann auch nochmal unsere Leo Grand Suite. Hier hat man dann den direkten Blick auch auf den Stephansdom. Und ja, schöner wohnen in Wien ist eigentlich fast nicht möglich. Und diese Kultur zieht sich auch in jedem Detail. Also es ist ein Hotel, das sehr detailverliebt ist. Wir haben hier unterschiedliche Tapeten, Bilder, auch sehr fein in Nuancen gesetzt. Es gibt auch einen Raum, der nur mit Fischen designt ist. Ganz viele unterschiedliche Elemente. Und ein Gast, der vielleicht noch nie in Wien war, den erschlägt das auf dem ersten Moment vielleicht. Aber er wird es lieben lernen. Und das ist Wien. Das Ganze merkt man auch so ein bisschen im Restaurant- und Barbereich. Der Spruch Eat, Drink, Love, Repeat passt hervorragend zum Gesamtkonzept. Hier hat es Leo Grand auch das Dots reinbekommen. Das ist so eine Art Company, die sich sehr auf Innenläden fokussiert. Die organisieren hier sowohl die Bar als auch das Restaurant. Das Restaurant ist, also ich sage euch jetzt die offizielle Beschreibung, aber dann machen wir es nochmal kurz, avantgardistische asiatische Fusionsküche mit Wiener und französischem Einfluss. Kurzum, ein wirklich tolles Essen und mal ein Wiener Schnitzel anders zu probieren im asiatisch-Fusionsküchenstil ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Hier dann auch nochmal die Eindrücke von der Küche. Also es gibt auch das klassische Backhändl mal anders. Und auch die Dekoration ist natürlich dementsprechend wirklich sehr modern. Aber es ist einfach, wie man aus einem Barockjuwel des 12. Jahrhunderts so ein wunderschönes Hotel machen kann. Das ist einfach eine Leistung. Und das werden auch viele Gäste von euch zu schätzen wissen. Jetzt als starken Kontrast, und ich sage starken Kontrast wirklich ganz zu Recht, weil das Hotel ist das Partnerhotel sozusagen von der Lenikus-Gruppe in Wien, das ist das Topaz Lamé und das Hotel hat zwei Besonderheiten. Zum einen mal sind es eigentlich zwei Hotels, die zusammengehören und zwar an zwei schräg gegenüberliegenden Ecken. Das ist jetzt hier das Topaz, das Lamé liegt auf der anderen Seite, davon seht ihr hier aktuell noch nichts, da kommen wir aber auch gleich dazu und das Ganze ist so organisiert. Das erste ist das Topaz ist das erste grüne Designhotel. Das aber auch gleichzeitig der kleinste offiziell anerkannte Hochhausgebäude in Wien ist, mit einer Grundfläche von nur 151 Quadratmetern, aber die Höhe passt ganz genau, dass es als Hochhaus gilt. Und das Ganze ist als Hotel umgebaut worden. Das Topaz und auch das Lamé, da es ja auch schräg gegenüber liegt, liegen ungefähr 3 Gehminuten vom Stephansdom entfernt und 10 Minuten zum Wiener, also zur spanischen Reitschule. Also auch hier direkt im Stadtkern. Das Hotel ist, also das Topaz ist wirklich als Designhotel konzipiert und das Lamé macht den Versuch, das zeige ich euch auch gleich, Hollywood meets Vienna mit Charme.
Also es ist wirklich etwas ganz anderes. Und das seht ihr auch hier bei den Zimmern. Also das ist jetzt das Lamé. Das ist wirklich dieser goldene Glanz der 80er, die man hier ein bisschen hervorheben möchte. Dieses, was man aus Hollywood auch kennt, noch von den großen Blockbustern, was man hier einfach mitnimmt. Und hier im Bad seht ihr es auch. Also wirklich sehr klassisch gehalten, aber mit sehr vielen edlen und wunderschönen Elementen. Und die Bullaugen, die ihr am Anfang gesehen habt von der Außenfassade, das sind so Lounge-Möbelartige Sitzgelegenheiten in den Zimmern. Sind nicht immer in den Zimmern, sind auch manchmal in den Gängen, aber auch da kann man sich hinsetzen und einfach mal ein bisschen relaxen. Und das ist im Gesamtkonzept wirklich sehr schön gemacht. Ja, wie gesagt, die Zimmer wirklich sehr klassisch gehalten. Dann auch hier mit Terrassenoptionen mit direktem Blick auf den Stephansdom, den man hier aber wirklich auch, sobald man in den höheren Stockwerken ist, immer sieht. Und das Lamé bietet halt auch noch eine, sag ich mal so, etwas kitschigere Version einer Minibar. Also das ist, die Bar ist wirklich, ist ganz klein. Also man kommt rein und auf der linken Seite ist dann ein ganz kleiner Barcounter und vorne Sitzgelegenheiten. Aber das ist so typisch für Wien auch, dieses, man sitzt und genießt. Man hat seinen Kaffee, man hat seinen Laptop, man ist einfach in einer ganz anderen Welt und genießt diese Zeit vor Ort. Und wenn man es ein bisschen schriller haben will, kann man mit uns auch auf Safari gehen in dem Hotel. Das ist das Lamé, bietet hier auch die Möglichkeit, oben dann nochmal in dem schrilligen Rooftop-Bar die Zeit zu genießen. Hier gibt es auch einen eigen konzipierten Eistee. Der ist wirklich toll, weil da ist nicht so viel Zucker drin, aber der schmeckt richtig lecker. Wir waren hier im Zuge eines Loop-Events auch mal, unsere Loop Vienna natürlich, und konnten hier das auch nochmal genießen. Das hat einfach einen riesengroßen Spaß gemacht vor Ort. Das Ganze hat auch noch einen zweiten Hintergedanken, und zwar wird das Ganze, sowohl das Topaz Lamé als auch das Leo Grand, wird sehr stark auch für Events genutzt. Und hier natürlich haben wir auch im Topaz die Möglichkeit, Weddings zu halten oder natürlich auch einfach nur spannende Events, die dann mit Blick auf den Stephansdom natürlich einiges zu bieten haben. Ja, an der Stelle waren wir heute mal etwas kürzer. Wenn ihr Fragen zu den Hotels habt, gerne jetzt in den Chat schreiben. Ansonsten seht ihr hier auch nochmal meine E-Mail-Adresse. Also gerne bei Fragen einfach kurz anrufen oder schreiben. Und ich hoffe, euch hat die Präsentation gefallen und ihr habt Lust auf Wien bekommen. Vielen Dank.